Morgen, Leute. Morgen. Morgen. Frohes Neues euch allen nochmal. Ja, wir kommen jetzt am 2.1. mal mit der Deutschen Bahn zum Moviepark an. Ja. Mal was ganz anderes. Ja, unser Geburtstagskind, der normalerweise fährt, haben wir auf die Arbeit geschickt. Ja, der muss das Geld verdienen. Genau. Und wir geben welches auf. Ja. In diesem Sinne gibt es jetzt für euch das Intro. Für uns den Weg zum Park, zum Eingang. Und dann melden wir uns drinnen wieder, würde ich sagen. Ja. Ja. Ach, da hinten ist ja noch einer. Ja. Nein. Doch. Oh. Okay. Und haben direkt das erste am Eingang entdeckt, was neu war. Ach ja, die Bildschirme. Ja, ja, die Bildschirme sind alt. Also was heißt alt? Auch noch relativ neu. Aber dass sie da das Weihnachten weggemacht haben und Happy New Year. Ja. Ja, und da die Kids entschieden haben, es geht jetzt ab ins Nickland. Ja, fangen wir dann bei der Studiotour heute mal an. Mal gucken, was wir heute alles schaffen, weil so wie es aussieht, ist es schön leer. Theoretisch müsste man alles schaffen können. Ja. Ja, ein schönes neues Jahr. Mit kurzen Wartezeiten. Ja. Ist doch mal schön. Wir gehen hinten und schalten mal alle auf. Zauberstau. Was wollte ich denn noch? Ach ja, ich wollte unsere Gäste willkommen heißen. Meine fleißigen Elfen und ich heißen euch recht herzlich willkommen in unserer Hollywood-reifen Christmas-Rekord. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Moviepark Studios wurden mir zur Verfügung gestellt, damit ich meine Spielzeugproduktion nach Los Angeles verlegen kann. Ich wollte immer schon mal so ein bisschen Hollywood-Luft schnuppern. Das heißt aber nicht, dass ich hier heute keine Tour bekomme, nein. Ihr habt heute die einmalige Chance, meinen Elfen bei der Spielzeugproduktion über die Schulter zu schauen, ohne heimlich durch ein Schlüsselloch lupen zu müssen. Aber da fällt mir ein, irgendetwas fehlt doch noch für eine Tour durch diese Hallen. Na klar, Sam! Die Self-Diving. Und ihr kennt ihn da. Einer, der sich hier auskennt. Einer, der Bescheid weiß, der die Gäste durch unsere Factory führt. Was gibt's denn? Das klingt nach etwas Ernstem. Ja, ich schieß mal los. Und wieso? Sam kann die Tour nicht machen? Und ich verstehe, aber. Wer wird denn jetzt die Gäste durch unsere Weihnachtsfabrik führen? Nein. Du meinst doch nicht wirklich diesen Störenfried Z, seinen Cousin? Ach du heilige Weihnachten. Das kann ja heiter werden. Es scheint, Sam im Weihnachtsfeld. Sein Cousin Z ist hier. Ja, er macht das bestimmt genauso gut. Geht alle hier rum und bitte nicht drängeln, wir haben für jeden ein Plätzchen.
Ja Leute, ich kriege meine erste Wasserattraktion für dieses Jahr. Nachdem wir Studiotour gefahren sind, fing es natürlich jetzt wieder an zu regnen. Nach unserer ersten Fahrt des Jahres. Also nehmen wir doch mal Star Trek im Regen mit als erstes dieses Jahr. Mal was anderes. Ja. Und auf geht's. Den Anweisungen des Lehr- und Trainingspersonals. Love Forest Love. Das Fach Warp-Theorie und die Trainingsmissionen setzen ein Mindestalter von 7 Jahren. Menschen? Wo sind Menschen? Ah, da kommen welche entgegen. Das Essen im Moviepark aus. Der isst nichts? Irgendwie essen die ihr Social Media oder ihre Spieler. Ja, Leute, irgendwie hört es mit dem Regen nicht auf. Wir wollten ja eh was futtern und dann warten. Aber irgendwie klappt es nicht. Deswegen gehen wir jetzt erstmal eine Runde nach Santa and Friends. Ja. Da ist es schön warm und trocken. Und vielleicht haben wir danach wieder mehr Glück mit dem Regen. Drück mal Daumen. Alles gut? Okay. Oi, oi, oi. Schön, dass ihr
ihr alle hier seid. Mein Name ist Santa Claus und ich heiße euch recht herzlich willkommen hier bei uns am Nordpol. Meine Elfen und ich, wir sind schon ganz aufgeregt, dass ihr das Movie Park Hollywood Christmas mit uns feiern wollt. Seid ihr auch aufgeregt und habt ihr gute Laune mitgebracht? Ja! Ja! Nicht schlecht, aber habt ihr richtig gute Laune mitgebracht? Ja! Elfi, ich sag mal, dann, es kann gleich losgehen, die Kinder sind da, aufgeregt, gute Laune. Warum guckst du? Was ist los? Alles vorbereitet. Wir wollen die Kinder doch zu uns einladen und wir wollen keinen warten lassen. Was machen wir denn jetzt? Und wieso sieht das hier überhaupt so aus? Vielleicht haben wir gestern eine kleine Elfenparty veranstaltet und bei dem ganzen Spaß dann vergessen wieder aufzuräumen. Oh, Elfi. Was machen wir jetzt? Hast du eine Idee? Wir wollen doch die Kinder alle glücklich machen und keinen warten lassen. Santa, ich hab's. In den ganzen Weihnachtsfilmen, da fangen die Leute immer zu singen und zu tanzen an, wenn irgendwelche Probleme auftreten. Und das können wir ja auch einfach machen. Und das funktioniert? Ja, bestimmt. Weiß ja nicht. Warum setzt du dich nicht einfach in deine Sitze? Du trinkst eine heiße Schokolade. Ja. Ah, danke, tschüss, Mann. Und wir kümmern uns um alles. Ja, dann los, wir wollen ja keine Zeit verlieren. Also, Elfen, an die Arbeit!
können wir die Kinder zu uns einladen. Also alle hopp hopp auf Position. Frizzle, gib Gas. Schön geradeaus mit Volldampf auf die Bühne. Komm, ins Wohnzimmer. Ja, Vollgas jetzt. Oh. Die Mütze. Ja. Nimm die Treppe, das ist sicher. Oh. Ach, gib einen blauen Fleck. Vielleicht. Ah. Hallo, liebe Kinder! Hallo, liebe Erwachsenen! Hallo! Mein Name ist Elfie und ich bin 113 Jahre alt. Und ich gehe ganz gerne in die Elfenschule. Obwohl ich manchmal ein bisschen faul bin. Nur ein bisschen, Elfie. Ja, nur ein bisschen. Und mein größter Weihnachtswunsch dieses Jahr war es, einmal zum Mond zu fliegen. Aber das habe ich noch nicht geschafft, weil wir mussten so viele Geschenke vorbereiten. Und dann kam auch noch Silvester dazwischen. Aber das habe ich bestimmt im kommenden Jahr, weil Santa macht alles möglich. Hattet ihr vielleicht auch einen Weihnachtswunsch? Ja. Ja? Und ist der auch in Erfüllung gegangen? Ist da einfach keiner in Erfüllung gegangen? Habt ihr Geschenke bekommen? Ja. Oh, du sagst das doch sofort. Ich habe schon einen Schrecken bekommen, Santa. Ich dachte schon, wir hätten Kinder vergessen. Das passiert nicht. Nee. Wisst ihr was? Ich habe sogar eine Überraschung heute für euch, denn heute ist einfach nochmal Weihnachten. Einige von euch kriegen die Möglichkeit, zu uns in Santas Wohnzimmer zu kommen und Santa zu treffen. Habt ihr Lust? Ja! Sehr schön. Oh, und bevor ich es vergesse, liebe Erwachsenen, hört ihr mir denn auch gut zu? Gibt es hier Erwachsene? Liebe Erwachsene, hört ihr mir denn auch gut zu? Ja! Schon besser. Sehr viel besser. Da ihr ja eine ganz besondere Spezies seid, die manchmal viel schlechter hört als eure Kinder, hier ein paar elfische Informationen, die ihr bitte verinnerlicht. Regel Nummer 1, das ist die wichtigste, kein Kind wird auf die Bühne gezerrt. Wenn ihr Kinder lieber unten bleiben wollt, dann ist das vollkommen in Ordnung, denn auch da unten gehört ihr zu unserer Elfenfamilie und auch da geht jeder Wunsch in Erfüllung. Also, das heißt, Erwachsene, bitte bringt euer Kind nur bis zu der Treppe und kommt nicht in unser Wohnzimmer, denn das sollen ja Erinnerungen für euer Kind werden. Das heißt, macht gerne Bilder und Videos als Erinnerung. Habt ihr gut aufgepasst? Dann sagt jetzt, ja Elfie, wir haben dich verstanden, denn... Ja, Elfie, wir haben dich verstanden. Sehr gut. Oh, Santa? Ja? Ich glaube, wir können anfangen. Aber sag mal, Elfie, ist wirklich alles vorbereitet? Sind alle Elfen da? Haben wir genug aufgeräumt? Sind die Rentiere sortiert und die Wunschzettel gefüttert? Alle Elfen erstmal überprüfen. Wir haben Nanz hier, check. Und wir haben Alfie hier, check. Und wir haben Frizzle hier, hallo. Check. Und wir haben Sunny hier, check. Und Jasper. Jasper! Morgen. Jasper ist körperlich anwesend. Und Santa. Die hatte ich schon, Frizzle. Frizzle 2.0, check. Santa ist auch hier, check. Und wir haben Ivory, check. Und wir haben Lexi, check. Und Sprinkles. Oh, und wir haben die Techniker-Elfe. Hallo, Pixel! Ja, und die Eisfläche, die ist poliert und die Wunschzettel und wir haben alles aufgeräumt. Bitte, wir können anfangen. Oh, dann brauche ich nur meine magische Schneekugel und einen Sessel für die Kinder. Jasper, so ganz alleine. Oh. Sehr. Frizzle, wir haben schon einen Stuhl für die Kinder. Schafft er das alleine? Ja,
Ja, hat er gut gemacht. Ach, wollen wir schauen, Elfie? Oh. Alles gut? Oh ja, warte. Ja, besser. Komm, wir schauen, wen die magische Schneekugel auswählt. Das ist ein kleiner Junge. Schau mal, der ist 8 Jahre alt und heißt Thilo. Thilo, 8 Jahre alt. Frizzle, der Stuhl ist für die Kinder. Thilo, bist du da? Oh. Hallo. Möchtest du ins Wohnzimmer kommen? Ja, na komm, da freuen wir uns. Stark, ich hol dich mal ab. Anni, schön, dass du da bist. Hallo. Das ist unsere Elfenfamilie. Und das ist der bequemste Sessel am Nordpol. Da darfst du dich draufsetzen. Und du darfst dich fühlen wie zu Hause, es ist ja ein Wohnzimmer. Und wie sitzt es sich auf dem bequemsten Stuhl am Nordpol? Gut, hast du schön Weihnachten gefeiert? Mit deiner ganzen Familie? Nicht ganz, aber die Wichtigsten waren da. Und hast du auch schön ins neue Jahr gefeiert? Oh, mit Feuerwerk oder ohne? Ein bisschen. Das ist hervorragend. Hast du Lust, mit mir zu schauen, was wir dir unter den Weihnachtsbaum gelegt haben? Komm, wir schauen mal. Leg deine Hand auf die magische Schneekugel und schau mit mir ins Schneegestöber. Oh, siehst du auch, was ich sehe? Ich sehe ganz viel weichen Stoff. Wir haben dir ein Kuscheltier gebracht. Ja, meine Kugel weiß alles. Und ist es schön zum Kuscheln? Ja, hat es schon einen Namen? Noch nicht, aber den kannst du ja noch rausfinden. Das Jahr ist ja noch jung. Ich habe gesehen, du bist immer ein sehr lieber Junge. Wollen wir schauen, was du sonst noch für wunderbare Eigenschaften hast? Dann leg deine Hand noch einmal auf die Kugel. Oh, ich sehe, du hast ein sehr gutes Taktgefühl. Du kannst sehr gut trommeln. Ja, hast du auch ein Schlagzeug? Mit oder ohne elektrischen Strom? Das ist gut. Da kann die Mama keine Batterien rausnehmen. Und spielst du in einer Musikschule oder einfach nur so? Ja, aber da bist du nicht. Doch, und macht das Spaß? Ist das laut? Nö, ist eine Trommel ist doch immer laut. Wenn Frizzle trommelt, ist immer richtig laut. Er hört nicht mehr so. Hast du denn noch einen geheimen Wunsch für das nächste Jahr? Nein, aber meine Kugel kann den rausfinden, ohne dass du das merkst. Wollen wir das machen? Leg deine Hand nochmal auf die magische Schneekugel, schließ deine Augen und stell dir deinen geheimen Wunsch vor. Den dürfen wir noch nicht verraten, weil es ja noch nicht Weihnachten. Und den schicken wir jetzt direkt zu Elfie auf die Liste. Und zack, ist der geheime Wunsch bei Elfie angekommen. Aber da wir den nicht verraten dürfen, sonst geht er ja nicht in Erfüllung, sagen wir niemandem, was dort steht. Hast du denn Lust, noch ein bisschen bei meinen Elfen sitzen zu bleiben? Hast du dir eine ausgesucht oder zwei? Freuen sich alle. Ah, oh, Squinkle, dann viel Spaß. Da freut er sich. Ah, Elfie, komm, wir schauen noch mal. Guck mal. Es ist ein kleines Mädchen. Sie ist 8 Jahre alt und heißt Lea Sophie. Lea Sophie, bist du da? Bitte mal. Oh. Hallo. Wow, bist du schnell. Schön, dass du da bist. Komm hoch ins Wohnzimmer. Hallo. Hallo. Nimm Platz. Schön, dass du da bist. Und wie fühlt man sich hier oben im Wohnzimmer bei uns? Komisch, warum? Ja gut, nicht jeder darf zum Nordpol. Heute sind alle Kinder hier besonders, weil alle bei uns am Nordpol sind. Fühlt sich verrückt an, oder? Es ist schön warm, wir haben den Kamin angemacht. Die Elfen sind alle da. Hast du auch schön Weihnachten gefeiert? Und bist du gut ins neue Jahr gerutscht? Ah. Viel Feuerwehr? Was heißt denn viel? Ein Auto voll? Nein, eine Tasche voll. Ein Schlitten voll. Ein Kofferraum voll? Da
Das ist aber ganz schön viel. Wie lange habt ihr denn da geföllert? 2-3 Stunden? Hast du denn bis Pluto ausgehalten? Also wir haben alle geschlafen. Wir waren doch müde von Weihnachten. Ja, wollen wir beide denn mal schauen, was wir dir unter den Baum gelegt haben? Dann legen wir deine Hand auf diese magische Schneekugel und wir schauen mal. Oh, wir haben dir eine Toni-Box unter den Weihnachtsbaum gelegt. Ja, hast du denn auch einen Toni dazu bekommen, damit du was hören kannst? Welchen hast du denn bekommen? Hast du vergessen? Das ist nicht schlimm. Hauptsache, du hast den schon gehört. Hat er dir gefallen? Ja, und hast du noch Toni-Wünsche? Vielleicht Anna und Elsa? Du bist der Pferdetyp. Aber du hast ja ganz viele Eichhörnchen auf deinem Pullover. Sind ja gar keine Pferde. Das ist ja verrückt. Ah, zu Hause hast du eine Menge Pferde. Die richtige Pferde? 5 Stück. Und habt ihr auch Rentiere? Nein. Schade. Können wir meine bei euch parken zwischendurch? Du glaubst nicht? Ich frag mal gleich die Mama. Aber du glaubst schon. Sag mal, was sie? Das passt gerade noch. Dann müssen wir das nur der Mama erklären gleich, ne? Hast du denn noch einen geheimen Wunsch für das nächste Jahr? Die Mama, habe ich gerade in der Kugel gesehen, hat gesagt, das wäre okay mit 7 Rentieren. Wollen wir denn deinen geheimen Wunsch auch zu Elfi auf die Liste schicken? Dann leg mal deine Hand auf die Kugel, schließ deine Augen und dann schicken wir den geheimen Wunsch jetzt mit der Kugel zack über zu Elfi. Und da man den vor Weihnachten noch nicht verraten darf, erzählen wir das niemandem. Möchtest du denn auch noch ein bisschen Platz nehmen und dich zu den Elfen setzen? Hast du dir schon 1, 2, 3, 4, 5 Elfen ausgesucht? Ja, möchtest du Ivory? Spaß? Elfi, wollen wir schauen, ob wir noch magische Energie für ein Kind haben? Ja. Oh, ist ein kleiner Junge, er ist 7 Jahre alt und heißt Finn. Finn, bist du da? Finn, 7 Jahre alt. Hallo! Möchtest du zu uns kommen? Hallo. Dann komm. Komm mir auch entgegen. Durch das Labyrinth der Stühle. Oh, das heute, ist aber dynamisch. Ja, heute sind alle so schnell. Nicht so wie Setter. Schön, dass du da bist. Nimm Platz. Ja. Wie bequem ist es bei uns? Richtig gut. Hast du schon mal am Nordpol? Dann hast du ja, heute ist ja Premiere. Ne? Erste Mal am Nordpol, erste Mal bei uns. Und wie fühlt sich das an mit so vielen Elfen? Gut. Hast du auch schön Weihnachten gefeiert mit deiner Familie? Ja. Waren alle da? Nicht alle, aber viele. Das ist schon mal schön. Je mehr, desto besser, oder? Und bist du gut ins neue Jahr gerutscht? Habt ihr auch noch gefeiert und geböllert? Ja, lange. Das ist auch schon ganz schön lang. Ach, ihr habt eine Pause gemacht und dann noch eine. Das sind ja 2 Stunden. Und habt ihr in der Pause Kekse gegessen? Oder Raclette? Süßigkeiten. Das finden meine Elfen natürlich hervorragend. Das ist die beste Art von Pausen. Wollen wir beide mal schauen, was wir dir unter den Tannenbaum gelegt haben? Dann leg mal deine Hand auf die magische Kugel und wir schauen mal. Oh. Elfi, dieses Jahr hast du aber schon sehr viele davon verteilt. Es war ein Moviepark Platinpass. Oh, damit du uns jeden Tag besuchen kannst. Das ist ja voll. Das finden wir sehr, sehr schön. Wann kommst du denn wieder morgen? Weißt du, ich habe gesehen, du bist auch immer ein sehr freundlicher und fröhlicher Junge. Wollen wir schauen, was du sonst noch für tolle Eigenschaften hast? Dann leg deine Hand noch einmal auf die Kugel und wir schauen mal. Oh, ich habe gesehen, du bist ein ganz großer Karussell-Fan. Du fährst schon seit du ganz klein bist Karussell. Welche genau? Blaue Achterbahn.
Oder meinst du den Disco-Coaster? Da, wo die Füße hängen. Das mache ich nicht. Da habe ich Angst, dass meine Schuhe fallen. Wann hältst mit den Vampiren? Warst du in der Studiotour, hast du mich da schon gesehen? Ja, da muss ich auch immer ab und zu vorbeigucken, ob da alles richtig läuft. Weil meine Elfen und Z machen nur Quatsch. Wollen wir denn mal schauen, hast du noch einen geheimen Wunsch für das nächste Weihnachten? Wollen wir den zu Elfi schicken? Schließ mal deine Augen und dann schicken wir den einfach so, zack, zu Elfi rüber auf die Liste. Damit er auch in diesem Jahr in Erfüllung geht. Möchtest du auch noch bei meinen Elfen ein wenig Platz? Such dir ein, zwei Elfen aus. Ah, geh hin, freuen sie sich. Das ist super gemacht. Und wir schauen mal, ob wir noch ein Kind von der Kugel ausgewählt bekommen. Oh, das ist ein kleines Mädchen, sie heißt Lea Celine. Bist du da? Kleine. Ah, hallo. Hallo. Auch so flott. Schön, dass du da bist, nimm Platz. Alle sind sportlich geworden. Alle sind heute sportlich geworden, so wie ich. Naja. Ja, vielleicht. Ein bisschen. Hast du auch schön Weihnachten gefeiert? Mit deiner Familie? Und habt ihr auch lecker gegessen? Das finde ich. Seid ihr gut ins neue Jahr gerutscht? Wollen wir beide schauen, was wir dir unter den Tannenbaum gelegt haben? Dann legt man deine Hand auf die Kugel und wir schauen mal. Du hast aber viele Geschenke bekommen. Eine PS4. Schminke. Eine Stitch-Figur. Wecker. Eine Decke und ein Rucksack, mein Gott. Aber ich habe gesehen, du hast ein ganz großes Geschenk bekommen. Das größte Geschenk, was man bekommen kann, ne? Ein kleiner Bruder. Ah. Oh. Das ist aber ein schönes Geschenk. Ist der auch dabei? Ja. Hallo, kleiner Bruder. Wie heißt denn dein kleiner Bruder? Tyler. Hallo, Tyler. Ah, hast du denn noch einen geheimen Wunsch für dieses Jahr? Wollen wir den zu Elfi schicken? Dann leg deine Hand auf die Kugel, schließ deine Augen und dann schicken wir diesen geheimen, wunderschönen Wunsch einfach rüber zu Elfi und zack, ist er schon da. Möchtest du denn auch noch Platz nehmen bei meinen Elfen? Dann darfst du dich hinsetzen, wo du möchtest. Ah, zu Frizzle. Schön, dass ihr alle da wart. Ich glaube, Elfi, du hast noch etwas vorbereitet, damit alle Kinder hier im Saal ihren Wunsch für das neue Jahr schon losschicken können, oder? Richtig. Und zwar gibt es heute nicht nur eine Überraschung, sondern gleich zwei, denn alle von euch bekommen jetzt die Möglichkeit, egal ob ihr schon auf der Bühne wart oder noch im Publikum sitzt, zu uns nach vorne zu kommen, entweder sich hier zu stellen vor das Wohnzimmer oder sich hier zu stellen vor das Wohnzimmer. Und dann machen wir das Wunschritual mit allen Kindern zusammen. Oh. Und kommt, natürlich kommen die Eltern auch dazu. Kommt alle nach vorne. Wenn ihr noch Wunschzettel habt, dürft ihr die gerne den Elfen geben. Ach, so viele Kinder. Kommt ruhig. Dankeschön. Oh, guck mal. Das ging. Dankeschön. Das kommt direkt in den Kuchen. Das behalten. Das ist persönlich. Das ist persönlich für mich. Das kommt an die Pinnwand. Das ist ja quasi eine Arbeitskollegin. Sind alle da? Und wenn ihr nicht nach vorne kommen wollt, dann ist das auch gar kein Problem, denn auch bei euch unten, da werden Wünsche erfüllt. Also, wir schließen jetzt alle unsere Augen und wir stellen uns vor, dass über uns ein funkelnder Sternenhimmel leuchtet. Und jetzt denken wir an unseren allergrößten Wunsch, der in Erfüllung gehen soll als nächstes. Das darf man nicht verraten. Das musst du denken. Stell dir vor, ihr seid. Und diesen Wunsch, den haben wir jetzt als warmes Leuchten in unseren Händen. Und auf drei
pusten wir diesen Wunsch in die Welt hinaus, damit er auch in Erfüllung geht. Alle zusammen zählen wir jetzt. Eins, zwei, drei. Elefanten! Fritzel! So wird das nicht. Und wenn ihr jetzt ganz fest an euren Wunsch denkt und hofft, dass der in Erfüllung geht, dann geht er auch in diesem Jahr in Erfüllung. Ganz, ganz sicher. Ho, 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 meine Lieben. Meine Elfen und ich wünschen euch ein wundervolles 2024. Bleibt alle gesund, schön, dass ihr bei uns wart und viel Spaß noch beim Movie Parks Hollywood Christmas. Und ihr dürft jetzt wieder zu euren Plätzen zurückgehen, das habt ihr wunderbar gemacht. Schön, dass ihr alle da wart. Show. Geht's auf Studiotour? Ja. Ich hab da jemanden, der will mit mir auf Studiotour kommen. Hi. Ich bin auch mal wieder am Start. Yay! Da muss ich weiter runterkommen, der passt. Und auf geht's zur Studiotour. Ach so, ich dachte, du wolltest die Wand zeichnen. Ja, hab ich nicht gedacht. Ja, hast du. Yo, oh, oh, oh. Nichts zum Zugenehmen. Dieser Zauberstaub. Was wollte ich denn noch? Ach ja, ich wollte unsere Gäste willkommen heißen. Meine fleißigen Elfen und ich heißen euch recht herzlich willkommen in unserer Ho-Ho-Hollywood-Reifen-Christmas-Factory. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Moviepark-Studios wurden mir zur Verfügung gestellt, damit ich meine Spielzeugproduktion nach Los Angeles verlegen kann. Ich wollte immer schon mal so ein bisschen Hollywood-Luft schnuppern. Das heißt aber nicht, dass ich hier heute keine Tour bekomme, nein. Ihr habt heute die einmalige Chance, meinen Elfen bei der Spielzeugproduktion über die Schulter zu schauen, ohne heimlich durch ein Schlüsselloch lupen zu müssen. Aber da fällt mir ein, irgendetwas fehlt doch noch für eine Tour durch diese Hallen. Irgend so ein... Na klar, Sam, die Self-Diving... Lokomotive. Ihr kennt ihn ja. Einer, der sich hier auskennt. Einer, der Bescheid weiß, der die Gäste durch unsere Factory führt. Was gibt's denn? Oh, das klingt nach etwas Ernstem. Ja, schieß mal los. Oh, wieso? Sam kann die Tour nicht machen? Ich verstehe, aber wir werden jetzt die Gäste durch unsere Weihnachtsfabrik führen.
Du meinst doch nicht wirklich diesen Störenfried Z, seinen Cousin? Was du heilige Weihnachten. Ja, das kann ja alter werden. Es scheint, in Weihnachtsferien. Und sein Cousin Z ist hier. Naja, er macht das bestimmt genauso gut. Da geht alle hier rum. Und bitte nicht drängeln, wir haben für jeden ein Plätzchen. Hilfe. Hi. Er darf nicht in die Kamera. Warum nicht? Erlaube ich ihm nicht. War er nicht lieb? Ja, genau. Einmal, ladies first. Glaubst du mich zu ziehen? Nö. Hast du was gegen mich? Ja, ich hasse dich. Ja, auch. Ja, und weil heute alles so schön leer ist und wir heute alles als Wasserattraktion fahren können, fehlt uns noch der Ghost Chaser. Hi, jetzt bist du wieder scharf. Bin ich unscharf? Mäh. Für eine richtig brutale Ghost Chaser Fahrt. Die Kinder haben gelenkt und gesteuert. Oh. Ja, er hat Gas gegeben und gelenkt. Das war ein Linkslenker. Und immer diese scharfen Kurven. Ja, gut. Ja, ich habe aber auch nicht gebremst. Nee, war ich. Wer bremst, verliert ja auch. Ja. Ja. Und jetzt gucken wir mal, wo wir weiter Gas geben können, ohne zu bremsen. Ja. Und direkt der nächste gefunden. Ab geht's auf den Ferrelspin. Eine Runde spinnen. Oh Gott, nach diesen verrückten Tassen, wo die so richtig durchgedreht sind, habe ich hier wieder jemanden gefunden. Hallo. Und muss eine Runde Jimmy fahren. Ja, voll. Ich freue mich. Jimmy. Geschlossen. Wow. Zu nass? Schön. Oder stimmt das Schild überhaupt? Weißt du, das ist schon auch schon mal geschlossen und war offen. Wenn der Regen mal aufhört. Ja, leider durch Regen geschlossen. Mano. Ja, Leute, und da ging gerade das Licht an. Ja, jetzt ist mir das zu hell draußen, ab geht's nach Van Helsing, ne? Ab ins Dunkel. Ab ins Dunkel. Ich mag's dunkel lieber. Erwischt. Ja, da bin ich von Helsing gefahren. Ja, dunkel. Und, ja, es war dunkel. Also im Winter ist es dunkel. Ja, also müsste sie im Winter fahren. Ja. Und was jetzt noch fehlt, ist Boxy. Genau. Deswegen geht es jetzt nochmal in den Polar Express. Dann ab zum Nordpol. Sollen wir dich direkt da lassen? Ja, bitte. Der ist aber immer kalt. Er kommt nicht? Egal. Er kommt nicht? Okay, ich lasse meinen Sohn jetzt ab Nordpol. Vielleicht allein nach Hause. Nach einer Runde mit Polar Express. War kalt. Ja, der Kopf in Schnee. Gehst jetzt für uns ab in den Lost Temple. Immer da. Ausgrabungen. Ein bisschen Lost.
was. Überflutete Gulli. So sieht's im Moviepark aus heute. Komplett überflutet. Und da kommt er gleich rein in den Überflutungen. Ja, Leute, und da das Wetter einfach nicht besser wird, es jetzt schon die ganze Zeit immer mehr regnet und sogar noch windiger wird, machen wir heute mal früher Schluss und gehen jetzt für unsere Abschlussfahrt zur Studiotour. Ja, steht dran geschlossen. Mal schauen, ob sie noch fährt. Werden wir sehen. Zauberstaub. Wollen wir gucken oder wollen wir durch? Ach ja, ich wollte unsere Gäste willkommen heißen. Meine fleißigen Elfen und ich heißen euch recht herzlich willkommen in unserer Hollywood-Raten Christmas Factory. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Moviepark Studios wurden mir zur Verfügung gestellt, damit ich meine Spielzeugproduktion nach Los Angeles verlegen kann. Ich wollte immer schon mal so ein bisschen Hollywood-Luft schnuppern. Das heißt aber nicht, dass ich hier heute keine Tour bekomme, nein. Ihr habt heute die einmalige Chance. Jetzt sind wir aber an. Jetzt hat er den ganzen Kopf gefüllt. Die Luft ist alt. Ja, da ist gerade bei der Studiotour das Soundsystem und Onboard-Sound bei einem Zug kaputt gegangen. Ja. Ja, tat ein bisschen weh in den Ohren, aber können sie auch nichts für. Kann ja alles passieren, vor allen Dingen bei der Nässe im Moment. Ja. Und jetzt geht der Tag hier zu Ende. Ja, weil wir den Zug kriegen müssen. Heute beenden wir dann mal nicht hier und melden uns dann zu Hause mit dem Fazit des Tages. Genau. Dann sagen wir mal. Ja, wir fahren jetzt noch 2 Stunden für euch. Eine Sekunde. Ja, hexen wir uns jetzt nach Hause und. Ja, leider schief gegangen der erste Versuch mit von zu Hause dann ein Fazit zu machen. Genau. Sprachfehler am frühen Morgen. Nee, früher Mittag oder. Egal. Ja, deswegen kann leider der Marc jetzt nicht mit dabei sein. Der ist leider nicht mehr da. Aber trotzdem geben wir euch dann noch so ein schönes Fazit zum ersten Moviepark-Tag dieses Jahres. Ja. Wir waren, ja, das war ja der 2. Januar, weil den ihr jetzt gesehen habt. Ja, ziemlich gut durchwachsen, würde ich behaupten. Also schön leer. Ja, würde ich auch sagen. Schöne kurze Wartezeiten, aber das Wetter, ja, deswegen wahrscheinlich auch so leer gewesen. Wahrscheinlich, ja. Angekommen, wird ihr ja vielleicht im Video mitgekriegt haben, am Anfang kein Wind, kein Regen, super angenehmes Wetter, gefühlt warm. Ja, dann haben wir den Park betreten. Was ist dann passiert? Ja, dann hat es angefangen zu regnen, zu stürmen. Ja, leicht erstmal angefangen zu regnen. Umso später es wurde, wie das, ja, kam immer mehr Wind auf, immer mehr Regen. Ja, durch den Regen haben dann hinterher auch die Attraktion so ein bisschen Probleme gekriegt gehabt, wegen der extremen Feuchtigkeit. Zum Beispiel unsere letzte Fahrt bei der Studiotour. Ja, also ich habe ja sehr oft Kritik schon bei der Studiotour da gelassen, wegen Onboard-Sound, weil er jetzt aktuell zu laut ist, ja. An der Drehplatte geht das auf die 120 Dezibel oder sowas 90. hoch. Über 90.
Du guckst ja nur auf Uhr, dass sie dir sagt, über 90, dass das geschädigt ist fürs Ohr. Ja. Ich habe mal nachgemessen. So, und da die Boxen ja Dreck vor die Füße sind, ja, das Problem ist, da, dass an bestimmten Stellen der Sound dann zu leise ist, dass man, dass sich da Leute beschwert haben, dass man den nicht richtig hört, aber an der Stelle ist er dann zu laut. Ja, das aber nur nachträglich zu variieren, ist schwierig, weil dafür müsste man dann alles, den ganzen Soundtrack neu nachsteuern, ja, eine Lautstärke, und neu einspielen. Ja, deswegen sage ich da schon nichts mehr zu, nehme ich so hin, ne, weiß ich ja jetzt im Vorfeld schon, dass es dann da ein bisschen laut wird kurz, aber ja, jetzt hatte der Sound, Onboard-Sound, so richtige Probleme gehabt, da ist irgendwie Feuchtigkeit reingekommen und der war nur am Kreischen von dem Zug, den wir gefahren sind. Ja, ich bin ein Mensch, dem so welche Sachen dann direkt auf den Magen schlagen und während der Fahrt wurde mir dadurch ziemlich übel und ja, hat man uns dann aber auch danach gesagt, sorry, wir wissen nicht, was gerade los ist, die war auch gerade aus Störung gekommen, kann alles passieren, ist wetterbedingt, ne? Ja. Ja, ja, leider ist ja dann auch die Drohnenshow und die Parade ausgefallen. Dann haben wir uns ja entschieden, weil dann alles so, ja, klitschnass war, ja, früher zu fahren. Aber trotzdem hat es ja noch richtig schön Spaß gemacht. Ja, das hat sehr Spaß gemacht. Der Tag war eigentlich ganz schön. Ja, trotz schlechtem Wetter. Ja. Also deswegen kann ich immer nur sagen, schlechtes Wetter gibt nicht, es gibt nur schlechte Kleidung. Und ja, ob man gute Laune dabei sich macht oder hat, das entscheidet man für sich selber. Ja. In diesem Sinne beenden wir dann jetzt den Vlog hier. Für die, die es noch nicht gibt, also lasst gerne ein Like, einen Kommentar da. Genau, sagt mal, weil ja gesagt worden ist, so ein Endfazit von zu Hause. Da würde jetzt zum Beispiel mein Bruder mit wäre und die Maren, die würden dann fehlen. Ja, im Auto ist es ziemlich dunkel. Im Sommer wäre es kein Problem, dann würde man sich ja da im Auto oder so von da aus das Fazit machen. Aber habt ihr dann noch eine Idee zu oder reicht euch das, wenn wir beide das Fazit so zum Schluss machen? Ja. Also ja, ich würde es schön finden, wenn die anderen auch noch dabei wären. Ich auch, aber das sollen die mal reinschreiben, wie die es finden. Ja. In diesem Sinne... Für die, die es noch nicht getan haben, das Abonnieren nicht vergessen, die Glocke drücken. Und wenn ihr das getan habt, sehen wir uns dann wieder, wenn es heißt Fahren und Freizeit Vini, nur für euch unterwegs on Tour. Ganz weihnachtlich. Tschüss. Ja, ja, noch. Noch, ja. Aber geht jetzt zu Ende. Ja.